Ich bin's, das Kätchen. Und das ist die Kunsthalle Vogelmann. Der Heilbronner Unternehmer Ernst Franz Vogelmann setzte sich dafür ein, dass Kunst auch von den Menschen gesehen wird. Nach seinem Tod erwarb seine Stiftung über 300 Werke von Josef Beuys, was den Bedarf an Ausstellungsfläche erhöhte. Gemeinsam mit der Stadt Heilbronn, den Städtischen Museen und dem Kunstverein entstand 2010 die Kunsthalle Vogelmann. Hier gibt's wechselnde Ausstellungen. Kunst des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Mit Künstlern wie Emil Nolde, Josef Beuys und Aysche Erkmann.